Bitte nehmen Sie Platz. Sitzung ist eröffnet. Ich gratuliere vor Eintritt in die Tagesordnung nachträglich dem Kollegen Martin Hebner zu seinem 60. Geburtstag alle guten Wünsche im Namen des ganzen Hauses. Dann müssen wir eine Reihe von Wahlen durchführen. Als Mitglied des Beirats der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr wirkt die Fraktion der CDU-CSU den Kollegen Sebastian Steinecke, die Fraktion der SPD den Kollegen Detlef Müller und die Fraktion der AfD den Kollegen Wolfgang Wiele vor. Sind Sie mit den Vorschlägen einverstanden? Das ist der Fall. Dann sind die genannten Kollegen als Mitglieder des Beirats gewählt. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen schlägt zur Besetzung des Ausschusses nach Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes, das ist der Vermittlungsausschuss, vor die Kollegin Karin Göring-Eckardt, für die Kollegin Karin Göring-Eckardt den Kollegen Dr. Anton Hofreiter als stellvertretendes Mitglied zu wählen. Dem stimmen Sie auch zu. Dann ist auch das so beschlossen. Herr Kollege Hofreiter, ich gratuliere Ihnen zur Wahl als stellvertretendes Mitglied des Vermittlungsausschusses. Des Weiteren schlägt die Fraktion der SPD vor, als Mitglied des Stiftungsrats der Deutschen Härtefallstiftung den Kollegen Dr. Eberhard Brecht für den Kollegen Josip Juratovic zu wählen. Auch damit sind Sie einverschlagen. Herr Kollege Dr. Brecht ist damit als Mitglied des Stiftungsrats gewählt. Und schließlich schlägt die Fraktion der SPD vor, die Kollegin Ingrid Arndt-Brauer für die Kollegin Sarah Ryklewski als stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrats bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu wählen. Auch dem stimmen Sie zu. Dann ist die Kollegin Arndt-Brauer als stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. So, für die heutige 127. und die morgige 128. Sitzung konnte zwischen den Fraktionen im Ältestenrat keine Tagesordnung vereinbart werden. Die Fraktion der AfD hat dem Vorschlag der anderen Fraktionen widersprochen. Ich habe daher den Bundestag mit der vorgeschlagenen Tagesordnung einberufen. Nach § 61 Absatz 3 der Geschäftsordnung ist für die Genehmigung der Tagesordnung ein Plenarbeschluss erforderlich. Interfraktionell ist vereinbart worden, die noch zu beschließende Tagesordnung, um die in der Zusatzpunkteliste aufgeführten Punkte zu erweitern, von der Frist für den Beginn der Beratungen, soll soweit erforderlich abgewichen werden. Vor den Zusatzpunkten 8 und 9 soll auf Verlangen der Fraktion der AfD nunmehr eine Aktuelle Stunde mit dem Titel »Politisch verursachter Arbeitsplatzabbau in der Automobilindustrie« aufgesetzt werden. Die Tagesordnungspunkte 28c und 31b sollen abgesetzt werden. Darüber hinaus kommt es zu den in der Zusatzpunkteliste dargestellten weiteren Änderungen des Ablaufs. Und schließlich mache ich noch auf mehrere nachträgliche Ausschussüberweisungen im Anhang zur Zusatzpunkteliste aufmerksam. Nach all dem kommen wir jetzt zur Feststellung der Tagesordnung der heutigen 127. und der morgigen 128. Sitzung mit den genannten Ergänzungen. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Dann ist die Tagesordnung gegen die Stimmen der AfD mit den Stimmen der übrigen Fraktionen so beschlossen. Dann rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 8a bis 8c. Das ist die Beratung von Vorlagen zur Rückführung bzw. Abschaffung des Solidaritätszuschlags, über den Gesetzentwurf der Bundesregierung, den Gesetzentwurf der Fraktion der AfD sowie über die Beschlussempfehlung zu dem Antrag der Fraktion der AfD werden wir später namentlich abstimmen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Auch das ist mangels Widerspruch so beschlossen. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute ist ein besonderer Tag. Es ist ein besonderer Tag, weil ein Gerücht, das in unserem Land umgeht, dementiert wird. Das Gerücht geht etwa so, es lautet, wenn eine Steuer einmal eingeführt ist, wird sie immer weiter bestehen bleiben, egal welcher Zweck sich dann da noch für findet. Sie werden jedes Mal wieder verändert. Und deshalb sage ich, ist heute ein besonderer Tag,
weil der Solidaritätszuschlag jetzt heute nicht mit einem neuen Zweck verwendet wird, wie das einige immer wieder vorgeschlagen haben, sondern wir schaffen ihn ab für 90% derjenigen, die ihn heute zahlen. Wir reduzieren ihn für weitere 6,5%. Und das ist ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass wir uns an das halten, was wir vorher gesagt haben, meine Damen und Herren. Dass er für so viele abgeschafft wird und für so viele weiter reduziert wird, ist im Übrigen auch ein ganz wichtiges Zeichen, weil es auch darauf hinweist, dass das, wozu wir diesen Solidaritätszuschlag in Deutschland erhoben haben, weit vorangekommen ist. Nämlich die deutsche Einheit, das, was wir zu finanzieren haben, da sind unverändert Aufgaben nach. Aber es ist richtig zu sagen, hier ist ein großes Solidaritätsprojekt in ganz Deutschland gestartet worden. Wir sind weit vorangekommen und auch wenn wir nicht fertig sind, der Soli war immer ein Zeichen dieser Solidarität und deshalb ist seine heutige weitgehende Reduzierung auch ein Zeichen des Erfolges des Zusammenwachsens in Deutschland. Meine Damen und Herren, gleichzeitig ist es so, dass wir sagen, er wird nicht vollständig abgeschafft. Und dafür gibt es auch Gründe, denn die deutsche Einheit ist unverändert eine Aufgabe, die wir zu schultern haben. Da sind noch Dinge zu tun. Jeder weiß es. Und da geht es nicht nur um die ganz große Frage der gleichwertigen Lebensverhältnisse, die uns ja nicht nur im Osten Deutschlands, sondern auch im Westen Deutschlands bewegt und die eine ständige Aufgabe für die Zukunft bleiben wird. Aber das will ich auch sagen, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, insgesamt in Deutschland, im Osten und Westen, das ist nicht eine Sache, wo man sagt, dafür erheben wir eine Sondersteuer, sondern das ist etwas, was wir machen müssen, weil es zu den selbstverständlichen Aufgaben einer demokratischen Republik dazugehört. Was wir hier hinkriegen müssen, das ist unverändert die Aufgabe, dass es im Osten Deutschland gelingt, die Wachstumskerne so zu stärken, dass dort unverändert das noch möglich ist, was wir brauchen. Meine Damen und Herren, aber er wird nicht vollständig abgeschafft, das habe ich eingangs schon gesagt. Und das ist auch ein Beitrag dazu, dass unser Land besser zusammenhält. Denn es kann nicht so sein, dass ein Land gut funktioniert, wenn es nicht auch ein faires und gerechtes Steuersystem hat. Und fair und gerecht heißt, dass diejenigen, die über besonders viele Möglichkeiten verfügen, etwas beizutragen zum Aufrechterhalten der öffentlichen Funktion, das auch mehr tun als andere. Und deshalb sage ich, weil da noch was zu tun ist, ist es auch richtig, dass diejenigen, die über hohe und sehr hohe Einkommen verfügen, weiterhin den Solidaritätszuschlag errichten. Es ist aus meiner Sicht das richtige Zeichen für das Zusammenwachsen in Deutschland. Ja, und das, finde ich, ist dann vielleicht auch noch ein Hinweis, den man nicht übersehen sollte. Das, was die Verbliebenen ganz oder teilweise zahlen, ist fast die gleiche Summe, die die übrigen 90% und weiter entlasteten 6,5% jetzt nicht mehr zahlen müssen. Es ist ein Hinweis darauf, dass es in der Tat so ist, dass in Deutschland einige wirklich große wirtschaftliche, persönliche Leistungsfähigkeit haben, dass sie über sehr hohe Einkommen verfügen. Und deshalb glaube ich, ist das auch ein Hinweis darauf, dass wir niemals in der Lage sein werden, das, was für Deutschland wichtig ist, hinzubekommen, wenn wir nicht darauf bestehen, dass das Steuersystem auch dazu beiträgt, dass diejenigen mit den hohen Einkommen das machen. Es kann nicht sein, dass wir hier noch mal richtig vor aller unserer Augen geführt bekommen, dass es um weitere über 10 Milliarden Euro jedes Jahr geht und dann glauben, dass man ein Steuersystem machen kann, wo es darum geht, dass diejenigen, die sehr hohe Einkommen haben, ständig weiter entlastet werden. Nein, das wäre nicht richtig, das wäre nicht gerecht und deshalb ist das hier der richtige Weg, meine Damen und Herren. Da ist, darüber ist sich die Regierungskoalition übrigens auch insgesamt einig, dass es nicht so sein wird, dass der Solidaritätszuschlag auf immer erhoben wird. Aber was wir machen, wenn die Aufgaben der deutschen Einheit ihn nicht mehr erforderlich machen, ist dann eine Steuergerechtigkeitsdebatte. Und wie die aus meiner Sicht ausgehen sollte, habe ich ja schon gesagt. Schönen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Stefan Kreuter, AfD. Das ist ja Mobbing,
Guten Morgen, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Kennen Sie noch Robert Lemke? Mit seinem heiteren Beruf verraten, was bis Ende der 80er Jahre in Deutschland im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Er hat seine Kandidaten mit der legendären Frage belegt, welches Schweinerl hätten Sie denn gerne? Aber dazu komme ich gleich noch. In dieses Schwein kam bei jeder nicht erratenen Frage 5 deutsche Mark, eine harte Währung, die noch keine Negativzinsen kannte. Er hat seine Kandidaten zu Anfang gefragt, was ist ihre typische Handbewegung? Wenn ich gefragt wäre und jetzt Kandidat wäre, das wäre meine Handbewegung. Ich kläre Sie auf, das ist das Bedienen der Gebetsmühle. Seit Anfang letzten Jahres verkündige ich hier gebetsmühlenartig, dass der Solidaritätszuschlag weg muss, sofort, und zwar für alle Bürger. Ich habe das immer wieder mit denselben Argumenten unterlegt, die bei Ihnen offensichtlich bisher auf taube Ohren gestoßen sind. Der Solidaritätszuschlag war nie zweckgebunden. Wir hatten eine Dauer oder eine Mehrbelastung in Deutschland durch die deutsche Einheit. Der Solidaritätszuschlag war aber nie zweckgebunden für den Wiederaufbau der mitteldeutschen Länder. Außerdem gibt es eine Ungleichbehandlung von inländischen und ausländischen Einkünften, die es in Deutschland nicht geben dürfte. Und ein ganz entscheidender Grund, er ist eine Ergänzungsabgabe. Der Bundesrechnungshof sagt, dass Ergänzungsabgaben vorübergehender Natur sein müssen und alleine zur Deckung vorübergehender Bedarfsspitzen gedacht sind. Nach 25 oder fast 26 Jahren kann man davon beileibe wohl nicht mehr sprechen, meine Damen und Herren. Wir haben zum Thema Solidaritätszuschlag Anfang letzten Jahres 2018 als AfD-Fraktion den ersten Aufschlag gemacht und seitdem dieses Hohe Haus mit diesem Thema beschäftigt. Es haben 2 Anhörungen stattgefunden. Unter anderem wurde von Ihnen der Professor Papier als Sachverständiger geladen, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Ich sagte Ihnen, es ging runter wie Öl, dass Professor Papier unsere Bedenken an der Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlages über das Jahr 2019 hinaus teilte. Außerdem hat der Herr Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, in einer weiteren Anhörung Anfang dieses Monats am 4.11. diese Bedenken noch mal ausdrücklich geteilt. Wir von der AfD sagen Ihnen, der Solidaritätszuschlag muss weg, und zwar sofort, und zwar komplett. Mit halbgaren Lösungen, dass Sie nur 50% zurückgeben wollen oder darauf verzichten wollen. Von 20 Milliarden auf 10 verzichten, 10 weiter erheben. Liebe CDU, mit Rücksicht auf Ihren politisch todkranken Koalitionspartner, dafür haben wir kein Verständnis. Was wird jetzt passieren? Die Große Koalition wird dieses Gesetz durchpeitschen und dann gibt es nur noch die Möglichkeit einer Normenkontrollklage. Dazu sind 25% der Mitglieder dieses Hohen Hauses erforderlich. Das Erschreckende ist, dass diese Mehrheit wahrscheinlich nicht zustande kommen wird. Ein Abgeordneter sollte nur seinem Gewissen verpflichtet sein. Wie das bei Ihnen in der Praxis aussieht, das haben wir ja häufiger schon gesehen. Ich möchte jeden Bürger, der über das Jahr 2019 hinaus den Solidaritätszuschlag zahlen muss, ermuntern, hiergegen zu klagen. Und Herr Scholz, Ihnen rate ich ausdrücklich, Rückstellungen in mindestens 10 Milliarden Euro pro Jahr zu bilden. Ich möchte an die Kernbrennstoffsteuer erinnern. Hier ist der Staat verpflichtet worden, 6,3 Milliarden Euro Steuern zurückzuzahlen. Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus Juni 2017 wegen formeller Verfassungswidrigkeit. Das Gleiche droht Ihnen mit dem Solidaritätszuschlag. Und auf die Frage zurückzukommen, welches Schweinerl ich nehmen würde. Ich würde nicht das rote Schweinerl nehmen, es sei denn, die Rückstellung von 10 Milliarden seien da drin. Ansonsten bleiben wir beim Blauen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Nächster Redner ist der Kollege Olaf Gutting, CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Besucher auf den Tribünen, lieber Herr Bundesfinanzminister, es ist nicht nur ein besonderer Tag, sondern es ist ein besonders guter Tag heute, und zwar für alle deutsche Steuerzahler, das möchte ich betonen. Und ich sage bewusst für alle, denn es geht heute doch um mehr als nur um eine Entlastung für viele Millionen Betroffene. Es ist der erste große Schritt in den Abbau des gesamten Solidaritätszuschlages. Und damit beginnen wir einen Prozess, der das gesamte Steuersystem von einem Fremdkörper, von der
Ergänzungsabgabe, Solidaritätszuschlag befreit. Und es geht damit um nicht weniger als den Beginn der Wiederherstellung eines großen Stücks Glaubwürdigkeit in unserer Steuerpolitik im Steuerrecht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beschließen heute die größte Steuerentlastung seit vielen, vielen Jahren. Und es ist eine echte Entlastung. Es ist keine Mogelpackung. Dem hartnäckigen Einsatz der Union ist es zu verdanken, dass diese Streichung ohne jegliche Gegenfinanzierung erfolgt. Und den Forderungen der Opposition, aber auch seitens unseres Koalitionspartners, den Soli zu kompensieren mit einer Erhöhung bei der Einkommensteuer, beim Tarif oder etwa umzuwidmen, diesen Forderungen haben wir immer wieder widerstanden und wir werden derartige Vorschläge auch in Zukunft ablehnen. Wir hatten im Koalitionsvertrag versprochen, insbesondere die unteren und mittleren Einkommen beim Solidaritätszuschlag zu entlasten. Und mit diesem Gesetz tun wir nun genau dies. Wir beginnen mit einer Entlastung der Bürgerinnen und Bürger in Höhe von über 10 Milliarden Euro jährlich. Ja, dieser Schritt bedeutet noch nicht die hundertprozentige Entlastung, die wir in unseren Beschlüssen, in den Parteitagsbeschlüssen immer wieder gefordert haben. Und natürlich wäre es auch wünschenswert gewesen, insbesondere die Entlastung der mittelständischen Wirtschaft bei der Körperschaftssteuer, aber auch bei der Abgeltungssteuer hier mit zu regeln. Aber das ändert doch nichts daran, dass wir uns heute erstmal über diesen ersten großen Erfolg freuen können, mit dem wir jetzt über 90% der bisherigen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler beim Solidaritätszuschlag entlasten. Und diesen Erfolg, liebe Kolleginnen und Kollegen, den sollte auch die Opposition nicht kleinreden. Wir in der Union betrachten diesen ersten großen Schritt als Vorgriff auf eine weitere endgültige Abschaffung und Abbau des gesamten Solidaritätszuschlages. Der Wille der CDU-CSU ist es, den vollständigen, restlosen Abbau dieses Solidaritätszuschlages bereits in der 20. Wahlperiode durchzuführen. Wir wünschen und wir arbeiten daran, hier einen zeitnahen, verbindlichen Beschluss auch dazu herbeizuführen. Und es ist schon eine Frage der grundsätzlichen Glaubwürdigkeit. Es ist eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit. Und dieser Frage muss sich auch der Koalitionspartner stellen. Wir haben bereits einen Vorschlag für einen zweiten Schritt vorgelegt. Wir können uns vorstellen, den weiteren Abbaupfad nach 2021 so zu gestalten, dass wir jedes Jahr 1,1% beim Rest Soli runtergehen, das heißt 2022 auf 4,4, 23 auf 3,3 und so weiter, sodass wir dann im Jahre 2026 tatsächlich den endgültigen, vollständigen Wegfall des Solidaritätszuschlages haben. Ich glaube, das wäre eine gute Möglichkeit, um einerseits ein klares Signal zu setzen, dass wir es ernst meinen mit dem vollständigen Abbau, gleichzeitig aber auch dem Finanzminister die Möglichkeit geben, das alles Stück für Stück im Finanztableau einzubauen. Ich will aber hier auch sagen, dass mich die vom Finanzministerium gelieferte Begründung für die Teilbeibehaltung des Solis doch etwas verstört hat. Da steht in der Begründung sinngemäß, die Spitzeneinkommen sollen nach dem Willen des BMF vorerst deswegen nicht entlastet werden, weil Spitzenverdiener bei zusätzlichem Nettoeinkommen ganz überwiegend ihre Ersparnisse erhöhen. Und wir wollen ja den Konsum stärken. Dazu will ich klarstellen, Sparen ist für den Einzelnen eine Möglichkeit, für später vorzusorgen. Sparen ist für den Einzelnen eine Möglichkeit, später größere Anschaffungen zu tätigen. Und für die Volkswirtschaft ist die Gesamtheit der privaten Ersparnisse eine außerordentlich wichtige Größe. Die Banken, bei denen die privaten Ersparnisse angelegt sind, verleihen und investieren dieses Geld wieder in Unternehmen. Diese verwenden das Geld für neue Maschinen, neue Fabriken, neue Produkte, neue Entwicklungen. Und Ökonomen nennen das Investitionen. Investitionen kosten Geld, sie kosten heute Geld, bringen aber später Einnahmen. Und ohne Investitionen kann eine Wirtschaft nicht wachsen. Deshalb bestimmt die Höhe der volkswirtschaftlichen Ersparnisse, er sitzt doch hier, hört doch zu, hoffentlich. Deswegen bestimmt die Höhe
der volkswirtschaftlichen Ersparnisse, die Investitionen und damit eben auch das langfristige Wachstum einer Volkswirtschaft. Und gerade weil wir im Moment ja an einer Rezession vorbeischrammen, wäre es wichtig, dass wir jetzt bereits den zweiten Schritt für den Abbau des Solidaritätszuschlages beschließen. Gute Steuerpolitik ist aus unserer Sicht immer auch gute Standortpolitik. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen vom Koalitionspartner, wir müssen hier reden. Aber lassen Sie mich zum Ende noch mal zusammenfassen, was die Verabschiedung dieses Gesetzes heute bedeutet. Erstens, Millionen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werden ab 2021 keinen Solidaritätszuschlag mehr bezahlen. Dieses Gesetz bedeutet die größte Steuersenkung seit vielen Jahren. Auf einen Schlag geben wir über 10 Milliarden Euro an die Bürgerinnen und Bürger für Konsum, Investition und Sparen zurück. Das sind für den Einzelnen über 900 Euro jährlich im Idealfall. Es sind für Zusammenveranlagte fast 2.000 Euro jährlich. Und das ist doch erheblich mehr als die oftmals bemühte Tasse Kaffee im Monat, die wir in den letzten Jahren bei einigen Steuersenkungen und Wohltaten immer wieder entgegengehalten haben. Das ist eine massive, eine spürbare Entlastung für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und drittens, und das ist auch in der Gesetzgebungsbegründung nachlesbar, es ist der erste Schritt zur Abschaffung. Und wenn es der erste Schritt ist, dann bedeutet das denklogisch, weitere Schritte müssen zwingend folgen. Für heute aber bleibt es dabei, dieses Gesetz ist der Beginn des Endes des Solis. Es ist ein guter, es ist ein großer Schritt und deshalb sollten Sie alle zustimmen. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Christian Dürr, FDP. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren dieser Tage ja auch sehr viel über das Thema Meinungsfreiheit, dass jeder das sagen darf, auch hier im Haus, was er denkt. Zum ersten Mal, seitdem ich diesem Haus angehöre, über den Soli hier gesprochen wird, darf der Kollege Hans Michelbach hier für die Union nicht sprechen. Allein das spricht schon Bände, liebe Kolleginnen und Kollegen. Allein das. Vor wenigen Tagen haben wir 30 Jahre Mauerfall gefeiert, im kommenden Jahr 30 Jahre deutsche Einheit. Der Solidaritätszuschlag ist unmittelbar mit der deutschen Einheit verbunden. Die Befristung und die vollständige Abschaffung, Herr Kollege Große-Brömmer, war das Versprechen einer schwarz-gelben Koalition aus den 90er Jahren. Helmut Kohl hat damals gesagt, wir müssen ihn abschaffen, wenn sein Grund entfällt. Der Grund entfällt zum 31.12.2019. Dieses Versprechen muss die Politik jetzt einlösen. Das ist eine Glaubwürdigkeitsfrage der Politik in der Bundesrepublik Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist ja bemerkenswert, dass wir heute überhaupt über den Soli sprechen, Herr Brinkhaus. Ist ja bemerkenswert. Diese Abstimmung war für den Dezember diesen Jahres geplant. Was findet vorher statt? Der Bundesparteitag der SPD. Sie denken nicht an 30 Jahre Mauerfall, meine Damen und Herren, sondern Sie denken an den Bundesparteitag der SPD in 3 Wochen. Nach der Grundrente ist das hier das zweite Geschenk, das Sie Olaf Scholz mit auf den Weg in seine Wahl zum Parteivorsitz geben. Meine Damen und Herren, das Argument im Koalitionsvertrag sei das die vollständige Abschaffung nicht vereinbart. Das gilt doch seit der Grundrente gar nicht mehr. Auch die Grundrente geht über den Koalitionsvertrag hinaus. Der Selbsterhaltungstrieb der Großen Koalition ist stärker, als sich an gemachte Zusagen zu halten. Auch das muss deutlich gesagt werden. Sie wollen heute beschließen, dass im kommenden Jahr, Herr Kollege, gar nichts passiert. Im kommenden Jahr wird niemand in Deutschland vom Soli entlastet und danach soll es eine Teilreduzierung geben. Dauerhaft weiter zahlen werden Ihnen alle Sparer in Deutschland, die kleinen und mittleren Familienbetriebe und alle GmbHs, meine Damen und Herren. Nicht nur ein Jahr,
Nicht nur ein Jahr zu spät und 20 Milliarden Euro zu spät, sondern die sollen gar nicht entlastet werden. Der deutsche Mittelstand zahlt den Soli weiter. Irgendwo müssen die 10 Milliarden Euro ja schließlich herkommen, für die Herr Scholz dauerhaft plant. Der deutsche Mittelstand, meine Damen und Herren, erstellt einen Großteil der Arbeitsplätze in Deutschland. Das geht in Wahrheit also auch gegen die Beschäftigten im Mittelstand, das, was Sie hier heute beschließen wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das in Angesicht eines deutlichen Konjunkturabschwungs. Wir erleben zurzeit die Ausweitung bei der Kurzarbeit. Deutschland trägt, das wissen Sie, Herr Scholz, die rote Laterne bei der Unternehmensbesteuerung. Herr Altmaier hat auf dem Deutschen Arbeitgebertag am Dienstag gesagt, es brauche jetzt ein klares Aufbruchssignal für die Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020. Der Bundeswirtschaftsminister, ich habe nachgezählt, hat alleine in diesem Jahr 2019 schon 8-mal die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags gefordert, mehr als die FDP ihn beantragen konnte, meine Damen und Herren. All diesen Worten folgen keine Taten. Die Wahrheit ist, die Union tut vor einer drohenden Wirtschaftskrise alles dafür, damit Olaf Scholz SPD-Vorsitzender wird. Besser wäre es, Sie würden alles dafür tun, um diese Wirtschaftskrise abzuwenden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zum Schluss. Neben all den Debatten über Glaubwürdigkeit und über die Entlastung der Menschen in Deutschland, das hier ist auch eine Frage der Verfassungsglaubwürdigkeit. Herr Professor Papier, Ihr eigenes Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst. Herr Söder sagt sogar, es verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz. Meine Damen und Herren, Sie dürfen keinem Gesetz zustimmen im Deutschen Bundestag, von dem Sie selbst sagen, es sei verfassungswidrig, meine Damen und Herren. Es ist natürlich legitim, in einer Koalition Kompromisse einzugehen. Aber das rechtfertigt niemals den offenen Verfassungsbruch gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Fabio Di Masi, Die Linke. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Koalition will den Solidaritätszuschlag teilweise abschaffen. Die Linke meint, wir sind kein Land von 80 Millionen Ellenbogen. Deutschland braucht mehr Solidarität, mehr Investitionen in die Zukunft unserer Kinder. Fast die Hälfte der Bevölkerung, jeder zweite Bundesbürger, hat von der Abschaffung des Solis nichts, weil die nämlich zu wenig verdienen, um den Soli zu bezahlen. Und deswegen muss hier einmal gesagt werden, dass von einer vollständigen Abschaffung des Solis ja vor allem auch wir Bundestagsabgeordnete mit über 10.000 Euro im Monat auf dem Konto vor allem profitieren würden. Und deswegen ist es wohlfeil, hier den Anwalt der kleinen Leute zu spielen wie die AfD, aber im blauen Sessel zu sitzen und die Schweizer Franken zu zählen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung wurden die oberen 30% der Haushalte in den letzten 20 Jahren bei den Steuern entlastet und die unteren 70% der Bevölkerung stärker belastet. Unser Problem ist nicht der Soli, unser Problem ist eine Steuerpolitik gegen 70% der Bevölkerung. Wir brauchen eine Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen. Wir brauchen eine Vermögensteuer für Millionäre und Milliardäre. Kennen Sie den Unterschied zwischen einer Grundrente für Menschen, die 35 Jahre geackert haben, und der Abschaffung des Soli? Die vollständige Abschaffung des Soli ist mit 20 Milliarden Euro jährlich viermal so teuer, wie es die jetzt beschlossene Grundrente ohne Anrechnung der Ersparnisse oder der Einkünfte von Partnern wäre. Die teilweise Abschaffung des Solis ist mit 11 Milliarden Euro jährlich immer noch doppelt so teuer. Während Sie sich aber über ein paar Euro mehr Grundrente monatelang kloppen wie die Kesselflicker, war die teilweise Abschaffung des Solis schnell im Sack. Wie muss sich bei diesem Theater wohl eine Rentnerin fühlen, die viele Jahre hart gearbeitet hat, aber die sich die Bahnfahrt zum Enkelkind nicht leisten kann? Wo leben wir eigentlich? Machen wir einmal den Faktencheck zum Soli.
Denn fast 30 Jahre nach der deutschen Einheit herrscht in Deutschland immer noch Märchenstunde. Mythos Nummer 1. Den Soli zahlen Wessis und er nützt den Ossis. Fakt ist, den Soli bezahlen Ossis wie Wessis und er ist im Haushalt auch nicht an einen konkreten Zweck gebunden. Daher profitiert vom Soli auch Hamburg oder das Ruhrgebiet. Mythos Nummer 2. Sie entlasten die Mitte Deutschlands. Wer ist die Mitte? Wahr ist, ab 2021 zahlen rund 90% der Bevölkerung keinen Soli mehr. Weitere 6,5% der Bevölkerung, und die gehören zu den 10% der Reichsten, werden beim Soli entlastet. Die obersten 3,5% der Bevölkerung sowie Kapitalgesellschaften sollen den Soli weiterzahlen. Aber 48% der Bevölkerung, fast jeder zweite Bundesbürger, zahlt schon heute kein Soli. Mit dem Gesetz der GroKo werden 70% der Bevölkerung um 2 Milliarden Euro entlastet. 2 Milliarden Euro sind 20% der gesamten Entlastung. 20% für 70% der Bevölkerung. Dies heißt im Umkehrschluss, dazu muss man nicht besonders gut in Mathematik gewesen sein, dass 80% der Entlastung es für die reichsten 30% der Bevölkerung gibt. Und aufgrund der Anhebung der Freigrenze, ab der man Soli zahlt, und der Streckung der Gleitzone, in der man weniger Soli bezahlt, werden selbst Steuerzahler, die zu den reichsten 10% gehören, entlastet. Steuerzahler mit Kindern müssen zudem erst ab höheren Einkommen und dann auch weniger Soli zahlen. Von der Teilabschaffung des Solis profitieren daher vor allem Kinderlose und Besserverdiener. Was ist mit den Damen und Herren, die hier im Bundestag an der Garderobe arbeiten? Was ist mit den 450-Euro-Jobbern, die uns als Fahrer sicher durch die Stadt bringen? Denen bringt die Abschaffung des Solis nichts. Wer garantiert uns eigentlich, dass sie angesichts von Milliarden Steuerausfällen übermorgen nicht wieder durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer die Kassiererin abkassieren, die eine solche Steuer viel härter trifft, weil sie ihr gesamtes Einkommen in den Supermarkt tragen muss und für Miete, Strom oder Lebensmittel ausgibt? Wer garantiert uns, dass sie nicht Autobahnen privatisieren? Und was hat die Mitte des Landes eigentlich davon, wenn zwar der Soli weg ist, aber kein Bus mehr fährt, es in der Schule reinregnet, kein Zug vorbeikommt und es kein Internet gibt? Mythos Nummer 3. Der Soli ist verfassungswidrig. Also eins fand ich ja wirklich ganz lustig, lieber Christian. Markus Söder als der neue Verfassungsexperte in diesem Land. Auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Fakt ist, ob etwas verfassungswidrig ist, entscheiden in Deutschland die Verfassungsrichter. Nicht Sie, nicht ich und auch nicht irgendwelche Spaßvögel. Die Rechtsexperten Professor Tappe und auch Professor Brandt, die davon einiges verstehen, sahen keine Verfassungswidrigkeit des Solis. Man könnte den Soli ohnehin verfassungsfest neu begründen. Es gibt nämlich Städte und Dörfer, die in Deutschland abgehängt sind. Wir haben einen Investitionsstau. Wir sind die Bundesrepublik und wir dürfen es nicht zulassen, dass dieses Land auseinanderfällt. Deswegen lehnen wir die teilweise Abschaffung des Solis ab. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Lisa Paus, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit der Verabschiedung dieses Gesetzes hier heute ist ein Wahlkampfthema für die nächste Bundestagswahl auf jeden Fall schon mal gesetzt. Es wird klar sein, die Wirtschaft wird trommeln. Es gehe nicht, dass der Soli für 90% abgeschafft wird, aber die Unternehmen weiter zahlen müssen. Und auf der anderen Seite werden aber die Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen merken, dass bei ihnen von der Entlastung nichts oder nur sehr wenig ankommt. Und sie werden erneut enttäuscht sein und einfordern, dass sie auch endlich entlastet werden. Dieses Gesetz, das löst keine Probleme, sondern es schafft neue. Es kippt die Frage Soli einfach der nächsten Bundesregierung vor die Füße. Und deswegen werden auch wir dieses Gesetz ablehnen, meine Damen und Herren. Und das gilt eben insbesondere für Familien mit niedrigen und
mittleren Einkommen, an ihnen geht das Gesetz vorbei. Denn der Soli ist extra familienfreundlich ausgestaltet bisher und muss bei 2 Kindern erst ab einem Bruttoeinkommen von 50.000 Euro im Jahr gezahlt werden. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass diese Familien von diesem Gesetz eben gar nichts haben. Und das, obwohl sie arbeiten und obwohl sie Steuern zahlen, Herr Michelbach. Dieses Gesetz wird auch die Einkommensunterschiede zwischen Ost und West nicht angleichen, sondern netto sogar wieder vergrößern. Denn weil zum Beispiel die Thüringer pro Jahr im Schnitt immer noch 17.000 Euro brutto weniger verdienen als zum Beispiel die Bayern, profitieren eben auch die Thüringer deutlich weniger von der Soli-Entlastung. Bei einem Arbeitnehmer brutto von 39.000 Euro mit einem Kind fällt für den Thüringer mit diesem Gesetz dann 260 Euro Soli pro Jahr zwar weg, aber der Bayer bei durchschnittlich 56.800 Euro brutto, der wird eben 540 Euro zusätzlich im Portemonnaie haben statt 260. So, jetzt sagen Sie von der SPD, Sie haben ja Schlimmeres verhindert. Und das stimmt ja auch auf dem Papier insofern, als dass nach dem Wortlaut des Gesetzes die Top 5% erst einmal nicht entlastet werden. Aber es stimmt eben nicht in der Wirklichkeit, zumindest eben nicht auf Dauer, weil dieses Gesetz mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bestenfalls bis zu einer Entscheidung aus Karlsruhe hält. Nachhaltigkeit ist schlichtweg nicht Ihre Stärke. 30 Jahre nach dem Mauerfall wäre es stattdessen angebracht, noch einmal genauer hinzuschauen, wie eigentlich die Steuer- und Abgabenlast in diesem Land verteilt ist und wie sie sich entwickelt hat und ob die Leistungsanreize noch richtig gesetzt sind. Und da fallen schlichtweg zwei Sachen auf. Auf der einen Seite verdienen heute die Top 1% deutlich mehr als vor 20 Jahren, Stichwort Entwicklung der Managergehälter beispielsweise, und sie zahlen von ihren gestiegenen Gehältern heute deutlich weniger Steuern als vor 20 Jahren. Ja, sie haben durchgängig den Soli gezahlt von 5,5%, aber während dieser 20 Jahre wurde der Spitzensteuersatz von 53% auf 42% gesenkt. Die Unternehmenssteuern wurden zweimal gesenkt, die Steuern auf Kapitaleinkommen wurden auf 25% gesenkt, die Vermögenssteuer wurde abgeschafft und die Erbschaftssteuer auf Betriebsvermögen praktisch beseitigt. Und so ist es eben nicht falsch, wenn das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung formuliert, bei den Spitzenverdienern sei der Soli faktisch schon bereits zweimal abgeschafft worden. Und auf der anderen Seite hatten die Geringverdiener und die Mittelschichten in dieser Zeit nur magere Einkommenszuwächse und die wurden auch noch von steigenden Sozialbeiträgen und indirekten Steuern, Beispiel Mehrwertsteuer, wir erinnern uns, von mal 15% auf 19% aufgezehrt. Und so zeigt sich, wenn man alle Steuern und auch die Sozialbeiträge berücksichtigt, dass inzwischen die Bevölkerung mit den kleinen und mittleren Einkommen fast genauso hohe Steuersätze zahlt wie reiche Haushalte. Und das ist schlichtweg nicht in Ordnung, meine Damen und Herren. Deshalb, statt für die Topverdiener den Soli noch mal ein drittes Mal abzuschaffen und weiterhin hohe Steuern- und Abgabenlast für die mittleren und unteren Einkommen, schlagen wir vor, die Soli-Abschaffung mit einer Einkommensteuerreform zu verbinden. Von einem deutlich höheren steuerfreien Grundbetrag würden dann tatsächlich endlich die unteren und mittleren Einkommen tatsächlich profitieren. Und mit einem höheren Spitzensteuersatz würden wir das wichtige Solidarprinzip einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, nämlich dass starke Schultern mehr tragen sollten als schwache, auch endlich wiederbeleben, meine Damen und Herren. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Wiebke, SPD. Meine Damen und Herren, heute ist ein guter Tag, denn heute werden wir ein Gesetz beschließen, von dem die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland zum 01.01.2021 profitieren wird. Und wir halten ein zentrales Versprechen unseres Koalitionsvertrags. Der Solidaritätszuschlag wird für rund 90% der Menschen, die Einkommenssteuer zahlen, vollständig abgeschafft und weitere 6,5% werden entlastet. Ich will aber darüber sprechen, was das konkret bedeutet, wer profitiert von der Abschaffung und wer nicht. Ich möchte beginnen zunächst mit den wenigen, die nicht davon profitieren.
die keine Vorteile haben. Das sind die Spitzenverdienenden, das sind Vorstandsvorsitzende von DAX-Konzernen. Die werden genauso wenig entlastet wie Hedgefondsmanager oder Großinvestoren. Aber diese Menschen, die verdienen allzu oft mehr als das 100-fache der Beschäftigten in ihrem Unternehmen. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, Herbert Diess, der Chef von VW, verdient 127 Mal so viel wie die Beschäftigten bei VW. Und wir sagen, wenn das so ist, dann brauchen wir diese Menschen auch nicht beim Solidaritätszuschlag entlasten. Das wäre eine Steuerentlastung von fast 200.000 Euro. Und wir sagen, so eine Entlastung würde eine so erhebliche soziale Unwucht mit sich bringen, dass wir es richtig finden, dass die 3,5% der höchsten Einkommen weiterhin den Solidaritätszuschlag zahlen. Das sind die wenigen. Wer sind die vielen? Die vielen, die zu den 90% gehören, die vollständig entlastet werden. Das ist die Mehrheit aller Arbeiterinnen und Arbeiter. Das ist die große Mehrzahl der Angestellten. Das sind die meisten Beamtinnen und Beamten. Welche Berufsgruppen sind das, die profitieren? Das sind Dachdeckerinnen und Dachdecker, Bauer, Fliesenlegerinnen, Elektro- und Wasserinstallateure, Gerüstbauer, Zweirad- und Automechaniker, Gärtnerinnen, Gärtner, Kranken- und Altenpflegerinnen, Verkäuferinnen und Verkäufer, Einzelhandels-, Kauffrauen und Kauffrauen, genauso wie die in Industrie, Sekretärinnen und Sekretärinnen, Köche, Köche, Hotelfachleute, medizinische Fachangestellte, Gebäudereinigerinnen, Lokführer, Busfahrer, Taxifahrer, Straßenreinigung, Müllabfuhr. Es sind die Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Polizei, des Ordnungsamtes, des Zolls. Es sind Notfallsanitäter, Bademeister, Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas, die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen, Sozialarbeiter, Psychologinnen. Und es sind auch selbstständige Fotografinnen und Fotografen, Grafikdesigner, Bäckermeisterin, Friseur, Tischler, Schreinermeister, die Buchhändlerin, die Tänzerin, Theaterschauspieler und Orchestermusiker. All diese Berufsgruppen werden von unserem Gesetz profitieren. Es gibt eine weitere Berufsgruppe, die nicht profitieren wird. Fabio De Masi hat es schon angesprochen. Die Bundestagsabgeordneten, wir werden weiter den Solidaritätszuschlag zahlen. Auch das finde ich richtig, denn wir machen heute kein Gesetz für uns, wir machen ein Gesetz für die Menschen, die ich aufgezählt habe. Es ist ein Gesetz für die vielen, nicht für die wenigen, für die Arbeiterinnen und Arbeiter, Eingestellte und Selbstständige. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich klarstehen, ohne uns, ohne die SPD, ohne unsere Beharrlichkeit gäbe es dieses Gesetz heute in dieser Form nicht. Dafür will ich mich beim Finanzminister, bei all denjenigen, die so hart verhandelt haben, bedanken. Darüber bin ich froh und darum kann ich diesem Gesetz heute aus voller Überzeugung zustimmen. Und ich lade Sie alle herzlich ein, das auch zu tun. Dankeschön. Kai Gottschalk, AfD, ist der nächste Redner. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, liebe Bürger, angesichts dieser Vorredner platzt einem wirklich der Kragen. Das ist an Heuchelei schon gar nicht mehr zu überbieten. Da stellt sich ja der Finanzminister hin, ich mach's mal vor, und sagt, er wird entlasten und das Steuerglas bleibt halb voll. 10 Milliarden kassieren Sie eiskalt weiter ab und zu Ihren angeblich Reichen, die das zahlen. Und Ihrem Klassenkampf, Herr De Masi, komme ich gleich. Man kann nämlich nur Steuern dann zahlen, wenn man sie auch tatsächlich erbringen muss und immer noch erbringen. 20% der Bürger in diesem Lande, 80% der Steuern. Und dann ist es nur gut, wenn wir die verdammt noch mal entlasten an dieser Stelle. Und Herr Dürr, wir werden Sie gleich beim Wort nehmen. Wir haben hier den Antrag gestellt, sofortige Abschaffung des Solis. Dann kommen Sie dem nach und stimmen mit und bleiben nicht immer so bigott und teilweise heuchlerisch und gehen diesen Antrag an dieser Stelle mit und stimmen Sie zu, den Soli sofort abzuschaffen. Und Herr Kollege Gutting, das war schön, dass Sie Volkswirtschaft hier machen. I gleich S, das stimmte vielleicht noch bis zur Einführung des Euros, Investitionen gleich sparen oder umgekehrt. Aber Herr Draghi und jetzt Frau Lagarde haben schon längst die Geldkanone rausgebracht. Der Sparer wird enteignet und Herr Scholz müsste sich eigentlich freuen, wenn jemand heute noch so dämlich ist und Geld zur Bank trägt, dass er Negativzinsen rauszahlt. Das ist eine kalte Enteignung, das ist eine Art der Vermögenssteuer, was hier die EZB macht. Also im ersten Schritt wollen Sie dann entlasten. Im Klartext heißt das, Sie wollen 10% der Bürger weiter belasten, die eben 50% erbringen. Meine Damen und Herren,
Die sogenannte Gleitzone, um mal zu sagen, wer hier reich ist, die beginnt schon mit 66.000 Euro. Da fallen insbesondere, liebe Kollegen von der CDU, die Kollegen rein, die im Mittelstand tätig sind. Unsere mittelständischen Unternehmen, das sogenannte Rückgrat der Gesellschaft, hat Herr Altmaier hier ja so schön betont. Meine Damen und Herren, die sind zumeist in Form der OHG, der KG, organisiert. Und denen klauen Sie hier an dieser Stelle Chancen zur Eigenfinanzierung. Denn diese gleichen Wirtschaftssubjekte haben die gleichen Schwierigkeiten, wenn sie zu ihrer Bank vor Ort gehen und dort einen Kredit für Investitionen bekommen wollen, meine Damen und Herren. Insoweit, das ist heuchlerisch und da werde ich auch gleich noch bei der Unternehmensbesteuerung eingehen, denn da greift eins, meine Damen und Herren, ins andere. Sie haben versprochen, der Solidarpakt II läuft aus und dann soll auch hier entsprechend der Solidaritätszuschlag entfallen. Lernen Sie von den Kindern, versprochen ist versprochen, das wird auch nicht gebrochen und werden Sie endlich glaubwürdig. Diese Abschaffung wäre übrigens tatsächlich eine echte Entlastung. Und Frau Paus, auch Ihre Krokodilstränen, dann sorgen Sie doch dafür, dass wir nicht die höchsten Gaspreise, die höchsten Energiepreise, die höchsten Benzinpreise und die höchsten Strompreise in Deutschland haben mit Ihrer Ökosoße im Kopf. Das wäre vielleicht an der Stelle auch mal ein Fortschritt. Dann würden Sie nämlich die Kassiererin an der Kasse tatsächlich entlassen, wenn die nicht so einen hohen Strompreis hätte. Aber zurück zum Thema, es wäre wirklich eine echte steuerliche Entlastung, nicht Ihre Pseudo-Entlastungsgesetze, wenn Sie diesen Soli abschaffen. Denn, meine Damen und Herren, nochmals, es ist für mich, wenn Sie 10 Milliarden Euro weiter bei den Menschen kassieren, eine verdeckte Vermögensteuer. Und mein Kollege Keuter hat es gesagt, das Verfassungsgericht wird wie üblich in Deutschland Politik machen. Das sollte Ihnen bekannt vorkommen, auch nochmal an Herrn De Maese. Die Vermögensteuer ist 1995 schon vom Verfassungsgericht entsprechend kritisiert worden. Und ich glaube, dann haben Sie ja auch voreilen, ausnahmsweise 1996 zu 97 diese Vermögenssteuer berechtigt ausgesetzt. Also machen Sie sich an dieser Stelle wirklich mal einfach, fordern und folgen Sie dem Antrag der AfD zur sofortigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Entlasten Sie endlich jeden Steuerzahler und damit auch viele mittelständische Unternehmen. Und übrigens, dann tun Sie was für Arbeitsplätze. Dann tun Sie tatsächlich, und da stimme ich Kollegen Dürr zu, etwas gegen die aufkommende Rezession. An dieser Stelle möchte ich also auch nochmal Lob an die FDP verteilen. Sie haben es immerhin geschafft, einen Antrag des Solidaritätszuschlages auch hier auf die Reihe zu bringen. Jetzt machen Sie sich ehrlich, stimmen unserem zu. Lassen Sie uns die Farce namens Solidaritätszuschlag am Ende des Tages hier beenden. Denn GroKo und Soli, das ist so ein bisschen wie Kleptomane und Gelegenheit. Meine Damen und Herren, stimmen Sie unserem Gesetz hier in Talk zu. Dankeschön. Sebastian Brehm, CDU-CSU, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute ist ein guter Tag für Deutschland. Die Koalition schafft Steuern ab. Die Koalition entlastet Bürgerinnen und Bürger. Die Koalition redet nicht nur, sie handelt. Die Koalition liefert einmal mehr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die begonnene Rückführung des Solidaritätszuschlags ist die größte Steuerentlastung in Deutschland in den letzten 10 Jahren. Wir entlasten kleinere und mittlere Einkommen, Krankenschwester, Polizist, Kindergärtner, aber auch den selbstständigen Handwerker, aber auch den angestellten Oberarzt, den Lehrer und viele andere mehr, die täglich, fleißig und unermüdlich sich für ihre Familien und für die Gemeinschaft einsetzen. Es kommt zu einer Entlastung bei Zusammenveranlagung von knapp 2.000 Euro im Jahr. Das ist eine deutliche Entlastung und deswegen ist heute ein guter Tag für Deutschland. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das lassen wir uns heute und auch in Zukunft nicht kaputtreden. Und das ist übrigens auch der Unterschied zwischen uns und den anderen politischen Parteien, die Klientelpolitik betreiben oder die versuchen, die Gesellschaft zu spalten. Der Grundgedanke einer Volkspartei ist es, den notwendigen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu fördern und das tun wir heute mit diesem Gesetz. Und es wird in dieser Debatte immer gerne von Leistungsträgern gesprochen, die nicht entlastet würden. Aber wer sind denn diese Leistungsträger in unserer Gesellschaft? Definiert man Leistung nur durch ganz hohe Einkommen? Ich denke nicht. Wenn wir über steuerliche Entlastung sprechen, dann wollen wir natürlich neben der Modernisierung der Unternehmensbesteuerung auch diejenigen in den Blick nehmen, die täglich zum Erfolg unserer deutschen Wirtschaft beitragen. Deshalb ist das Konzept zur ersten Stufe der Abschaffung des Solidaritätszuschlags schlüssig und reiht sich übrigens in eine ganz
eine große Reihe von vielen Entlastungen ein, die die Koalition bisher schon umgesetzt hat. Wir haben das Grundsteuermodell beschlossen, auch für die Mieterinnen und Mieter. Wir haben das Bürokratieabbaugesetz beschlossen, auch eine Entlastung für den deutschen Mittelstand, übrigens auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben die kalte Progression abgeschafft, den Mittelstandsbauch reduziert, auch eine deutliche Reduzierung. Wir stellen Familien in den Vordergrund, 10 Milliarden im Familienentlastungsgesetz. Und wir haben das Baukindergeld eingeführt, auch ein großer Erfolg für junge Familien, ins Eigentum zu kommen. Und in der letzten Woche haben wir das Jahressteuergesetz 2019 beschließen können, mit zahlreichen spürbaren Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger, gerade mit kleinen und mittleren Einkommen, die jeden Morgen fleißig aufstehen und zur Arbeit gehen. Und das ist richtig und das ist gut so. Ich will damit nicht sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass unsere Unternehmerinnen und Unternehmer keine Leistungsträger sind. Sie wissen, das läge mir natürlich sehr fern. Sie wissen, ich kämpfe mit Leidenschaft für die Einführung einer Modernisierung der Unternehmensbesteuerung. Wir sprechen ja im nächsten Tagesordnungspunkt darüber. Aber um gerechte Steuerpolitik zu machen, müssen wir vor allem auch die kleineren und mittleren Einkommen entlasten. Das ist unsere christlich-soziale und christlich-demokratische Überzeugung. Und das ist auch die Grundlage einer sozialen Marktwirtschaft nach Ludwig Erhard. Im Koalitionsvertrag steht, wir werden insbesondere untere und mittlere Einkommen beim Solidaritätszuschlag entlasten. Und das tun wir jetzt in einem ersten Schritt. Und das ist der erste Schritt natürlich zur vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Und diesen wollen wir natürlich auch vornehmen. In diesem ersten Schritt entlasten wir rund 92% aller Solidaritätszuschlagszahler in vollem Umfang. 12 Milliarden Euro pro Jahr. Übrigens, wenn man es mal berechnet, eine Familie mit zwei Kindern und unter Einberechnung aller Freibeträge hat ein Bruttojahreseinkommen von 151.000 Euro. Und bis dahin zahlt sie überhaupt keinen Solidaritätszuschlag mehr. Und zwischen 151.000 und 221.000 Euro fällt der Soli durch die Milderungszone, durch die Gleitzone weg. Ich glaube, das ist schon ein richtiges Ding und es ist auch eine große Entlastung, auch gerade für die mittleren Einkommen. Und deswegen ist die Entscheidung auch richtig. Ab 2021 werden 33 Millionen steuerpflichtige Bürgerinnen und Bürger vollständig vom Solidaritätszuschlag befreit. Weitere 2,5 Millionen Steuerpflichtige werden in der Milderungszone weniger Steuern zahlen. Und wir geben damit Steuergelder auch wieder zurück. In der Zeit, wo wir Rekordeinnahmen an Steuer haben, geben wir Geld an die Bürgerinnen und Bürger zurück. Und das ist fair und gerecht. Und das schafft übrigens auch Kaufkraft in unserer Wirtschaft. Das wird dazu führen, dass wir mehr Investitionen haben. Und es wird auch zu wirtschaftlichem Wachstum und am Ende auch zu mehr Steuereinnahmen in Deutschland führen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir halten Wort. Wir lösen Wahlversprechen ein. Mehr Netto vom Brutto. Wir setzen es um. Und ich finde es schon beachtlich, liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, dass Sie gegen dieses Steuerentlastungspaket der Bürgerinnen und Bürger sind und wieder versuchen, Wasser in den Wein zu gießen. Wenn Sie es wirklich ernst meinen, wenn Sie es wirklich ernst meinen von der Opposition, dann müssten Sie doch heute zustimmen. Aber Ihnen fehlt der Mut der gesamten Opposition, lieber dagegen sein und rummosern, aber nicht den Mut haben, was umzusetzen. Den Mut haben Sie ja nicht mal gehabt, wie Sie Regierungsverantwortung übernehmen wollten. Da hätten wir das machen können miteinander, aber den Mut haben Sie leider nicht gehabt. Und es gehört eben auch zu einer seriösen Steuerpolitik dazu, dass wir eine Gegenfinanzierung haben. Würden wir den sofortigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags in einem Schlag machen, hätten wir die finanziellen Spielräume für diese Legislaturperiode leider ausgeschöpft. Wir könnten keine Erhöhung des Kindergelds machen. Wir hätten keine Förderung des Wohnungsbaus. Wir hätten kein Investitionsprogramm in Start-ups, kein Investitionsprogramm in Digitalisierung und Bildung und übrigens auch keine Möglichkeit der Modernisierung der Unternehmensbesteuerung, die wir wollen. Und das wird eben gerade bei Ihnen nicht erwähnt, deswegen auch bei den Grünen übrigens nicht. Lieber Verbote schaffen, anstatt Entlastungen für die Bürger. Wir entlasten die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und setzen das heute mit unserem Gesetzentwurf durch. Herr Kollege Brehm, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dürr? Ich freue mich. Ja. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich freue mich auch. Vielen Dank, Herr Brehm, für das Zulassen der Zwischenfrage. Sie haben ja auf den Oktober und November 2017 Bezug genommen an der Stelle. Und ich will ganz kurz uns alle daran zurückführen, wie die Debatte damals war. Der Kollege Michelbach hatte diese Auffassung, vollständige Abschaffung des Solis in dieser Wahlperiode schon immer. Da gar kein Zweifel. Andere auch, Alexander Dobrindt hatte sich so geäußert, das haben wir auch im Fernsehen gesehen. Ich will nur sagen, wer damals sehr ehrlich war
wenn mich das öffentlich gesagt hat, was in den Jamaika-Sondierungen hinter verschlossener Tür gesagt worden ist. Das war der Haushaltspolitiker der Union, Eckhard Rehberg. Er hat damals gesagt, und zwar am 10. November 2017, Zitat, der vollständige Abbau des Solidaritätszuschlags ist für den Bundeshaushalt nicht finanzierbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Wahrheit ist, damals haben Sie sich hinter dem Bundeshaushalt versteckt beim Soli. Diesmal verstecken Sie sich in einem Koalitionspartner. Sie wollten es nicht. Es ist nicht an uns gescheitert, Herr Brehm. An der Union ist die Abschaffung des Solis gescheitert. Lieber Herr Kollege Dürr, liebe FDP, der lange Applaus bringt auch nichts. Sie hatten die Möglichkeit, Regierungsverantwortung zu übernehmen, und Sie haben einfach den Schwanz eingezogen. Sie wollten keine Regierungsvereinbarung übernehmen. Mit Ihnen gemeinsam und mit den Grünen hätten wir es ja durchgesetzt in einer Jamaika-Koalition. Aber Sie sind ausgestiegen aus diesen Gesprächen. Tut mir leid. Also, wir sind nach wie vor der Meinung, dass eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags notwendig ist. Aber wir hätten es gemeinsam umsetzen können. Jetzt setzen wir den ersten Schritt um. Und dass Sie da dagegen sind, ist schon bemerkenswert. Ein mittleres Einkommen mit 150.000 Euro wird von Ihnen nicht mehr entlastet. Das ist bemerkenswert. Von Ihnen übrigens auch nicht, von den Grünen, von der AfD auch nicht. Wir entlasten den Mittelstand, wir entlasten die mittleren Einkommen. Und das ist gut und das ist richtig so. Klar haben wir das Ziel, die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags weiterhin durchzuführen. Es ist doch völlig logisch. Wir haben das in unseren Parteitagen bei der CSU, bei der CDU beschlossen. Auch natürlich bei den Kapitalgesellschaften, bei den Kapitaleinkünften. Und wir werden dieses auch noch umsetzen. Das ist doch selbstverständlich. Aber wir machen jetzt den ersten Schritt. Und der zweite finale Schritt muss dann noch folgen, natürlich auch für die Rechtssicherheit. Aber heute beschließen wir die Entlastung der kleineren und mittleren Einkommen. Es ist gut und richtig. Und ich sage es nochmal, wir lassen uns von Ihnen diesen Schritt nicht kaputt machen, sondern wir freuen uns, dass wir diesen Schritt heute umsetzen können. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich noch einen letzten Aspekt in die Diskussion mit einbringen. Das ist der Dank für die vielen Bürgerinnen und Bürger, die jahrzehntelang von ihrem Einkommen etwas abgegeben haben für die Verwirklichung der deutschen Einheit. Über 300 Milliarden Euro sind von den Bürgerinnen und Bürgern für die deutsche Einheit investiert worden. Und dafür sagen wir ein herzliches Dankeschön für diesen Solidarbeitrag. Übrigens ist es einmalig in der Welt, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Geld aufwenden. Und die deutsche Einheit hat uns weltweit dazu in die Lage geführt, dass wir in der Führungsposition sind, dass Wirtschaftswachstum ist. Und deswegen war der Solidarbeitrag gut. Und wir können stolz auf das Geleistete sein. Danke für das große Engagement für Deutschland. Heute geben wir Ihnen unseren Dank an Sie zurück. Und deshalb ist heute ein guter Tag für Deutschland. Herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort der Kollege Thomas Kemmerich, FDP. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste auf der Tribüne und an den Bildschirmen und anderen Empfangsgeräten. Deutschland ist Steuerland Nummer eins. Infolge der guten Konjunktur haben die Steuereinnahmen sich entwickelt von dem Jahr 2009 bis in das Jahr 2018 um fast 270 Milliarden ist hier ein Anstieg zu verzeichnen. Über die Summe, die wir heute reden, darin das sind 5%. Im ersten Halbjahr 2019 haben wir einen Steuerüberschuss von 45 Milliarden. Auch das ist ein deutlich höherer Betrag als über die Entlastung, über die wir heute streiten. Es mag ein guter erster Schritt sein, aber längst nicht das, was versprochen ist und vor allen Dingen, was notwendig ist. Deshalb erneuern wir unsere Forderung nach der vollständigen Abschaffung des Solis. Erstens, es ist verfassungsrechtlich geboten, es ist mehrfach hier gesagt worden, deshalb brauche ich es nicht weiter zu erläutern. Halten Sie sich an das, was in der Verfassung steht. Zweitens, meine sehr verehrten Damen und Herren, insbesondere von der Union, es ist versprochen. Und wenn Sie heute bemühen, dass es heute nicht mehr möglich ist, langfristig vorausschauende Planung heißt, dass man sich darauf einstellt, dass man ab 01.01.20 genau dieses Geld nicht mehr zur Verfügung hat. Und jetzt nicht weinen, dass es weg ist, das ist falsche Planung. Und dasselbe, es ist doch doppelzüngig.
Wo sind die Vertreter von MIT, von PKM? Es ist doch doppelzüngig, von Entlastung zu sprechen und den Mittelstand, die GmbHs, die Gewerbetreibenden, die Handwerk, die Landwirte hier zu vergessen. Ein Einkommen von etwas über 70.000 Euro befähigt eben nicht, an der Entlastung teilzunehmen. Und das sind die fleißigen Leute dieses Landes. Herr Gütting, es mag ja sein, dass wir dann in der 20. Periode vielleicht mal in die Zukunft schauen, etwas Versprochenes haben, aber allein mir fehlt der Glaube. Und Herr Gottschalk, atmen Sie mal durch. Wir haben hier einen Gesetzentwurf vorgelegt, Sie einen Antrag. Unsere Sache ist zielgerichteter, treffgenauer und deshalb unterstützen Sie doch unseren Antrag, bitte. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir diese Entlastung nutzen. Es ist Motivationsspritze für alle, die fleißig in diesem Land arbeiten, dass sie endlich von diesem Konjunkturaufschwung in ihren Taschen etwas haben. Es ist Konjunkturspritze. Es muss investiert werden. Und der Mittelstand kann das nur mit Gewinnen, die ihm zur Verfügung bleiben. Lassen Sie uns solidarisch sein, auch mit denjenigen, die dieses System, die diesen Staat finanzieren. Auch die verdienen unsere Solidarität und Anerkennung. Und das vermisse ich hier bei Ihrem Antrag. Deshalb ist es ein vielleicht schöner Tag für viele, aber längst nicht für alle und vor allem nicht für die Leistungsträger. Und eins entzieht sich meiner Kenntnis. Jemand, der auch vielleicht 250.000 Euro im Jahr verdient, ist der nicht Leistungsträger, verdient er nicht unseren Dank. Also auch hier entlastet diese Leute. Meine Damen und Herren, gleichzeitig möchte ich die Gelegenheit nutzen, zu verkünden, mit Ablauf dieses Tages werde ich mein Mandat im Deutschen Bundestag zurückgeben. Ich möchte Ihnen allen danken, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es war mir eine so sehr große Ehre, in diesem Hause bis zum heutigen Tage mitgewirkt zu haben. Und ich werde die Zeit nicht vergessen, bleibe Ihnen uns allen kritisch, freundschaftlich, wie auch immer gewünscht, verbunden und danke Ihnen. Herr Kollege Kemmerich, da Sie in der Tat gegenüber dem Präsidenten erklärt haben, dass Sie Ihr Mandat, wie Sie es eben gesagt haben, niederlegen, danke ich Ihnen für Ihr Mitarbeiten in diesem Deutschen Bundestag, wünsche Ihnen für Ihren weiteren lebens- und politischen Weg alles Gute. Nächster Redner ist der Kollege Lothar Binding, SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte erstmal denen danken, die den Soli bisher bezahlt haben, nämlich ungefähr 320 Milliarden für den Golfkrieg, das war befristet, für die Wiedervereinigung, das war unbefristet, 320 Milliarden, das ist schon ein Wort für die Bürgerinnen und Bürger. Allerdings war das offen gestanden nicht genug, denn der Solidarpakt 1 und 2, der Fonds Deutsche Einheit in die Verluste aus der Treuhand, haben 380 Milliarden. Das sieht man schon in dieser einfachen Rechnung. Es fehlt objektiv noch was. Aber trotzdem wird heute der Beschluss gefasst, den Soli für viele abzuschaffen. Darüber haben wir schon sehr viel gehört. Und wir wissen auch, dass es vielen Kommunen nicht gut geht. Minister Scholz hat gesagt, es gibt noch viel zu tun. Komischerweise sagen das ja hier alle. Es gibt noch viel zu tun, das Mantra bei den Investitionen und so kommt jedes Mal. Nur wenn es ans Bezahlen geht, tun wir uns ein bisschen schwer. Wiebke Esther hat gesagt, wir sollen doch ehrlich sagen, dass wir die 3,5% mit den obersten Einkommen in diesem Fall nicht entlasten wollen. Falco Moors hat mir gesagt, und das ohne Bedürftigkeitsprüfung. Weil die obersten 3% muss man nicht entlasten, denn denen geht es richtig gut, und zwar nachdem sie Steuern, den Soli und so weiter bezahlt haben. Deshalb ist auch die Formel, 20% der Einkommen der Oberen zahlen 80% der Steuern, kein Hinweis darauf, dass die sich besonders stark engagieren. Die engagieren sich sehr stark. Aber es ist ein Hinweis darauf, wie viel die zuvor haben, wie viel die obersten 20% verdienen oder bekommen. Jetzt darf man nicht das verwechseln mit dem Leistungsträger. Leistungsträger sind auch alle anderen, die hier arbeiten. Auch die Krankenschwester ist eine Leistungsträgerin, die muss aber den Soli gar nicht bezahlen. Jetzt hat der Christian Dürr auch geklatscht, das war fair. Aber er hat vorhin gesagt, die Beschäftigten im Mittelstand, also
Das wären die, die jetzt von unserem Konzept belastet werden. Jetzt belasten wir die oberen 3,5% komplett, darunter die 6% ein wenig. Jetzt suchen Sie den Mittelstand bei den obersten 10%. Also das muss man erst mal überlegen, was bei Ihnen diese Idee Mitte ist. Wenn die Mitte im obersten Zehntel liegt, dann frage ich mich, ja, wo ist denn eigentlich bei Ihnen der Durchschnitt? Wo ist denn dann eigentlich ein Unter? Wenn die Mitte im obersten 10% liegt, dann stimmt an der Überlegung was ganz Grundsätzliches nicht. Die Lisa Paus hat was Richtiges gesagt, aber ich fand, hat uns ein bisschen auch auf die falsche Fährte gelockt, aber stimmte trotzdem, dass Leute, die keine Steuern bezahlen, werden von diesem Gesetz nicht entlastet. Die müssen vorher nichts bezahlen, müssen hinterher nichts bezahlen, der Unterschied ist relativ gering. Aber das ist völlig klar, du kannst auch nicht mit der runden Zange die Entfernung messen. Man muss schon schauen, dass man das richtige Werkzeug für die richtige Aufgabe nimmt. Und bei den Ärmeren, da sagen wir, haben Kindergeld, Familienförderung, gute Kita-Gesetz, wir haben Wohnbauförderung, Mietzuschüsse, das hilft den schwächeren Einkommen. Insofern richtiges Werkzeug an der richtigen Stelle, dann wird was Gutes draus. Und was kostet eigentlich so ein Soli? Wir tun immer so, als ob der gigantisch teuer wäre. Kollege Brehm und Kollege De Masi haben schöne Beispiele genannt, also ist völlig klar, dass wenn jemand mit verheiratet 100.000 Einkommen hat und er muss jetzt 1.400 Euro Soli bezahlen, das sollte er doch schaffen. Aber das sind ja auch, in Wahrheit müssen ja Leute, die richtig viel verdienen, den Soli, noch einen viel höheren Soli bezahlen. Und auch das müssen die schaffen. Um nicht zu sagen, das können die auch, denn denen bleibt nach dem Soli noch so viel, von dem andere nur träumen können. Und deshalb ist die Abschaffung des Soli im ersten Schritt gerecht, finanzierbar, hilft den unteren Einkommen und ist einfach eine gute Idee. Dann schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995. Zur Abstimmung liegen mir zwei schriftliche Erklärungen nach § 31 der Geschäftsordnung vor, die zu Protokoll genommen werden. Der Finanzausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 15.152 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf der Drucksache 14.103 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das ist CDU, CSU, SPD. Wer stimmt dagegen? Das ist AfD, FDP, Bündnis 90, die Grünen und die Linke. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalition gegen die Stimmen der Opposition angenommen. Wir kommen zur dritten Beratung und Schlussabstimmung und stimmen über den Gesetzentwurf auf Verlangen der Fraktion der FDP namentlich ab. Ich weise bereits jetzt darauf hin, dass im Anschluss an diese Abstimmung noch zwei weitere namentliche Abstimmungen stattfinden werden. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Fehlt noch an der Urne am Ausgang ein Schriftführer der Opposition. So, es sind offenbar die Plätze an allen Urnen besetzt. Dann eröffne ich die erste namentliche Abstimmung. Das ist die über den Gesetzentwurf der Bundesregierung. Jetzt habe ich die Abstimmung eröffnet. Bringt halt den Schriftführer der Opposition an die obere Urne.
Darf ich mal fragen, ob noch ein Mitglied des Hauses eine Stimme abgeben möchte? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Wir kommen damit unmittelbar zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP zur vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Der Finanzausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 15.152 den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP auf der Drucksache 14.286 abzulehnen. Wir stimmen über den Gesetzentwurf auf Verlangen der Fraktion der FDP namentlich ab. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, wieder die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Sind die Plätze alle besetzt? Nein. Wenn die in der zweiten Beratung ab die Mehrheit dagegen ist, entfällt die dritte Beratung. Die Plätze an den Urnen sind besetzt. Dann eröffne ich die zweite namentliche Abstimmung über den Gesetz, und das ist die über den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP. So, ich frage mal, gibt es ein Mitglied des Hauses,
das in der zweiten namentlichen Abstimmung seine Stimme noch abgeben will. Offensichtlich nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen und rufe unmittelbar auf den Tagesordnungspunkt 8c, das ist die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Abschaffung des Solidaritätszuschlagsgesetzes. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe C seiner Beschlussfassung auf der Drucksache 15.152 den Antrag der Fraktion der AfD auf der Drucksache 4.898 abzulehnen. Wir stimmen nun über die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses auf Verlangen der Fraktion der AfD namentlich ab. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze wieder einzunehmen. Ich frage, ob alle Urnen besetzt sind. Das ist der Fall. Dann eröffne ich die dritte namentliche Abstimmung über die Beschlussempfehlung Buchstabe C. Wo sitzt die denn? Darüber haben die So, ich frage wieder, gibt es noch ein Mitglied des Hauses, das in der dritten namentlichen Abstimmung seine Stimme abgeben möchte? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann bitte ich Sie wieder, Ihre Plätze einzunehmen. Das gilt auch für parlamentarische Staatssekretäre, die unmittelbar vor dem Präsidenten ihre Unterhaltung führen. Ich schließe die Abstimmung, bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit den Auszählungen zu beginnen. Die Ergebnisse der drei namentlichen Abstimmungen werden Ihnen später bekannt gegeben. Und jetzt bitte ich Sie, Ihre Plätze wieder einzunehmen. Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf der Ehrentribüne hat die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, Frau Liliane Maury-Pasquier, mit ihrer Delegation Platz genommen. Ich begrüße Sie im Namen der Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestags sehr herzlich. Der Deutsche Bundestag ist mit einer 18-köpfigen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats vertreten.
In dieser Woche finden noch Sitzungen der Ausschüsse der Versammlung im Deutschen Bundestag statt. Der Europarat feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Und er ist von großer Bedeutung für den Schutz der Menschenrechte sowie die Förderung von Rechtsstaatlichkeit und parlamentarischer Demokratie in Europa. Dem Europarat gehören 47 Mitgliedstaaten an, darunter die Bundesrepublik Deutschland, die im kommenden Jahr den Vorsitz übernehmen wird. Für Ihren Aufenthalt, Frau Präsidentin, und für Ihr weiteres parlamentarisches Wirken begleiten Sie unsere besten Wünsche. Jetzt rufe ich auf.